Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch auf dem PTR zum Pre-Patch von Shadowlands unterwegs und wir wollen uns heute mal ein bisschen näher das Erbstückssystem anschauen. Da ändert sich nämlich einiges. Wir haben nämlich einen Level- und Gear-Squish vor uns, heißt wir sind dann nicht mehr 120, sondern nur noch Level 50, sobald der Pre-Patch live geht. Und dementsprechend ändert sich auch einiges bei den Erbstücken. Jetzt mag der eine oder andere denken, ah, okay, das Level geht halt ein bisschen runter und die Abstufungen der Upgrades auch, aber es tut sich tatsächlich noch um einiges mehr. Und zwar, wenn wir jetzt hier über die Erbstücke drüber fahren, seht ihr, haben wir keinen Bonus mehr auf Erfahrung. Dieser Erfahrungsbonus wird nämlich tutti completi entfernt. Und zwar nicht nur auf den Erbstücken, sondern auf fast allen Quellen, die diese Plus-Erfahrung gewähren. Heißt, es fällt raus die Plus-Erfahrung auf Erbstücken. Es fällt raus die Plus-Erfahrung auf alten Tränken. Es gibt ja hier den Rapid Mind Trank, also Blitzdenker. Und dann gab es noch einen anderen aus der Garnison mit 300% mehr Erfahrung. Die konnte man zwar schon eine Weile nicht mehr bekommen, aber wenn man sie gekriegt hat, manche konnte man auch noch mal ha aufkaufen, dann haben die immer noch gewirkt. Diese Items werden zu grauen Items, dementsprechend wirken die EP-Bonis nicht mehr. Bei den Erbstücken, bei diesen Tränken sind sie raus, auch bei dem Trank aus der Garnison müssten sie weggehen. Dann einmal vom Werbt ein Freund-System haben wir auch keine EP-Bonis mehr und dementsprechend wirkt eigentlich nur noch das Destillat der 10 Länder aus BFA, aber lediglich bis Stufe 50. Und dementsprechend nicht in den Shadowlands Content rein. Heißt, wir haben aber jetzt hier für die Erbstücke andere Bonis und die wollen wir uns jetzt mal angucken. Wir haben nämlich hier Set-Bonis. Was bedeutet das? Wir müssen mehrere Teile von den Erbstücken anlegen und bekommen dann bestimmte Bonis nochmal obendrauf. Wir haben einen Zweier-Set-Bonus und bei diesem Zweier-Set-Bonus heißt es, verringert den Verbrauch des Ruhebonus um 30%. Was ist der Ruhebonus? Ihr steht in einem Gasthaus oder in einem sicheren Bereich, also eure Hauptstadt zum Beispiel, und bekommt ihr langsam diese Leiste voll, dass ihr extra EP kriegt. Wenn ihr im Standard-Interface das eingestellt habt, ist das so eine blaue Leiste, die sich dann nochmal füllt. Und während ihr in diesem Bereich seid und da EP erwirtschaftet, durch zum Beispiel Mobs töten oder was auch meistens zählt, sind irgendwelche Items aufsammeln, jetzt ein Draenor oder ein Pandaria zum Beispiel, dann bekommt ihr da doppelte Erfahrungspunkte. Und hier mit diesem Bonus wird das 30% weniger schnell aufgebraucht. Heißt, ihr könnt diesen Erholt-Bonus, der ja immer bis jetzt zwei Level ging, viel länger aufrechterhalten, indem ihr quasi diese Erbstücke anlegt und zwei Stück anhabt. Übrigens, insgesamt gibt es hier sechs Bonis, die werden wir uns jetzt gleich angucken. Ihr könnt auch ohne Ringe hinkommen. Also die Spieler, die keine Ringe haben, können auch den 6er-Boni kriegen. Jetzt schauen wir uns den zweiten an. Bei drei Items, die ihr angelegt habt, erhöht in Außengebieten, die in Dungeons und auf Schlachtfeldern eure Regeneration außerhalb des Kampfes. Das ist jetzt nicht so krass, muss ich sagen. Ihr regeneriert halt ein bisschen schneller. Kann praktisch sein, wenn ihr viele Mobs umklopfen wollt und zwischendrin euch jetzt nicht heilen könnt, weil ihr eine Klasse habt, die wenig Heilung habt und dann einfach nicht so lange warten müsst. Kann für den einen oder anderen ganz praktisch sein, aber ein großes Ding ist es nicht. Dann haben wir den 5-Set-Bonus. Da haben wir einmal einen Stufenausstieg, löst eine Explosion des Wissens aus, die Gegner in der Nähe 2779 Heiligschaden zufügt und eure Beweglichkeit 2 Minuten lang um 40% erhöht. Das Besiegen von Gegnern verlängert diesen Effekt um bis zu 2 Minuten. Das funktioniert nicht nur mit Beweglichkeit, sondern mit allen Main-Stats. Ich bin jetzt hier im Bären-Spec, deswegen habe ich jetzt hier Beweglichkeit. Es ist aber austauschbar durch Stärke bzw. Intelligenz. Also da ist es egal. Also ihr habt das Baseline 2 Minuten lang. Und wenn ihr dann ein paar Mobs umhaut, könnt ihr es auf bis zu 4 Minuten lang erhöhen. Ist eine ganz nette Angelegenheit, würde ich mal behaupten. Und ja, ein bisschen mehr Mainstat kann jeder beim Leveln gebrauchen. Der Schaden mit 2779 ist jetzt für mich ein bisschen schwer einschätzbar. Müsste man bei den einzelnen Leveln mal gucken. Jetzt hier mit 120 ist es der Wert. Ich schätze mal, das kann schon relativ stark sein. Wenn man das so ein bisschen drauf hintimt, dass man weiß, okay, ich steige jetzt gleich im Level auf, pullt viele Mobs und dann explodiert man. Das ist ja ähnlich dann wie diese von den Lightforge Draenor, diese Explosion, wenn sie sterben, kann vielleicht relativ stark sein. Ich denke aber jetzt nicht, dass die Explosion ein Effekt ist, der jetzt einen krass weiterhilft. Aber die Stats hört sich auf jeden Fall nach einer vernünftigen Sache an. Dann haben wir noch einen Bonus mit 6 Teilen und da haben wir dann die Verringerung
um nochmal 30% für den Ruhebonus. Heißt, wir haben da nicht nur 30%, sondern insgesamt 60%. Und das ist meines Erachtens eins der stärksten Sachen, weil ihr dann einfach nochmal 60% weniger Ruhebonus verbraucht und den so viel länger beibehalten könnt. Ihr habt dann halt diese 100% mehr EP für eine viel, viel längere Zeit. Das halte ich für den wirklich stärksten Bonus. Die anderen Sachen sind halt eher so Spielereien, würde ich jetzt mal behaupten. So, jetzt schauen wir mal, was wir für Items brauchen, um den 6er-Bonus zusammenzukriegen. Wir haben einmal den Kopf 1, die Schultern 2, Rücken 3, Brust 4, Hose 5. Und dann hat ja meistens noch jeder auch einen Hals und dann sind wir schon beim 6er-Bonus. Zusätzlich können wir dann noch zwei Ringe anlegen, die gelten auch mit auf dem Bonus. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt den Hals nicht, aber dafür einen Ring, dann geht das auch. Und man kann ja insgesamt zwei Ringe anlegen. Zusätzlich ist es dann auch so, dass wir hier Waffen haben, die zählen nicht rein in den quasi in den Setbonus. Und was auch nicht reinzählt, sind die Schmuckstücke. Die haben hier auch nirgends diesen Bonus drauf. Also hier die Schmuckstücke nicht, Ringe schon. Heißt, ihr habt, wenn ihr beide Ringe habt, habt ihr insgesamt 8 Items, die den Bonus, Setbonus drauf haben und ihr braucht maximal 6 Stück. Ich würde auch empfehlen, auf den 6er-Bonus zu gehen, weil ja, also dieser EP Plus ist einfach ziemlich gut, meiner Ansicht nach. Jetzt mag sich der eine oder andere fragen, okay, es ist ja sehr schade, dass jetzt so viel an mehr Erfahrung rausgeht aus dem Spiel. Das ist aber nicht sonderlich schlimm, denn die Levelphase wird eh wesentlich kürzer. Ich habe jetzt selbst noch nicht das durchgelevelt, also sprich auf dem PTR einen Char durchgelevelt von 1 auf 50. Mir wurde aber gesagt, dass die Levelgeschwindigkeit um ja, 60 bis 75% kürzer gehen soll, anscheinend, ja. Ich kann es mir vorstellen, Blizzard hat ja selbst angekündigt, dass man dementsprechend nur noch mit einer Expansion von dann Stufe 10, damit verlässt man das Startgebiet, bis Stufe 50 hinkommen wird. Und wenn ihr euch überlegt, wie lange ihr braucht, um eine Expansion etwa durchzuquesten, dann kann ich mir gut vorstellen, dass diese Werte realistisch sind. Müssen wir aber dann selber gucken, wenn das Ganze live geht, dann werde ich mir, denke ich mal, nochmal ein Char durchleveln und dann können wir mal gucken, wie lange es dann wirklich dauert. Genau, das ist soweit. Erstmal hier die Geschichte mit den Z-Bonis. Dann können wir uns eine Sache angucken. Und zwar hat Blizzard hier einmal natürlich auch die Upgrades ein bisschen verändert. Die Kosten sind ziemlich gleich geblieben, so wie ich das sehe. Aber die Stufen sind ein bisschen anders. Und zwar, wenn wir jetzt hier ein Item Baseline kaufen, dann seht ihr hier, geht es unten, benötigt Stufe 1 bis 29, also es skaliert vom Level von 1 bis 29 mit und dann wird es auf Stufe 29 quasi bleiben. Um das zu erhöhen, haben wir hier das erste Token, da geht es dann um 5 Level hoch auf 35 oder 6 Level, je nachdem, wie man es sehen möchte. Dann das zweite Token ist dann von 35 auf 40, nochmal 5 Level. Dann haben wir von 40 auf 45. Und das letzte haben wir dann von 45 auf 50. Und selbiges ist dann bei den Waffen auch. Also so sind die Upgrades. Wir haben quasi bis Stufe 30 haben wir dann einfach ganz normal ja, die Erbstücke zur Verfügung, die auch mitleveln. Und ab dann müssen wir dann halt in fünf Level-Schritten die Upgrades kaufen. Wenn ihr die eh schon alle gekauft habt, ist das alles kein Stress. Dann habt ihr die so upgegradet, wie es bei mir auch schon im hier in der Sammlung quasi drin ist. Und hier könnt ihr halt dann die Sachen nach upgraden. Aber an den Stufen an sich ändert sich nichts, bloß die Levelbereiche ändern sich halt ein bisschen, werden ein bisschen zusammengeschoben, so wie die Level auch. Genau, dann hat sich noch eine andere Geschichte geändert. Und zwar gibt es ja verschiedene Trinkets bzw. Waffen, die man jetzt nicht mehr kriegen kann. Das waren unter anderem einmal Waffen, die von Garrosh gab aus SOO. Also aus der Schlacht um Orgrimmar. Und dort konnte man sich ja Waffen holen, die auch Sockel hatten, die relativ gut waren, würde ich jetzt mal behaupten. Die konnte man aber erst ab einem bestimmten Level anziehen. Und dementsprechend, ja, wenn man jetzt frisch levelt, müsste man mal gucken, okay, wo sind die jetzt angesiedelt im, ja, wo sind die jetzt angesiedelt im Levelbereich? Und hier hat Blizzard einiges geändert. Jetzt kann man die ab Stufe 1 anziehen. Und ihr seht hier, ich habe hier zum Beispiel die eine Garrosh-Waffe, damals mir noch aus Mythic geholt. Gott sei Dank ist die gedroppt. Und die hat zwei Sockel drauf und kann jetzt ab Stufe 1 angezogen werden. Übrigens, der EP-Sockel, falls ihr jetzt fragt, oh, es gab ja noch einen EP-Sockel, den hat Blizzard auch geändert. Diesen EP-Sockel, der bringt keine 5% mehr EP mehr, sondern Schwimmtempo. Ich keine Ahnung, ob den jemals noch irgendwer sockeln wird, wer sich einen Schwimmtempo-Sockel reinmacht, aber es gibt
einen Schwimmtemposockel. Ja, die haben wahrscheinlich gedacht sich bei Blizzard, wir haben hier einen EP-Sockel, wir müssen irgendeinen anderen Set drauf machen. Was gibt's noch nicht? Und dann kam irgendeiner auf die Idee, machen wir doch Schwimmtempo rein, ne? Wenn es Movement Speed oder so gewesen wäre, auch wenn es wenig, ne? 1% Movement Speed oder so, wenn es wenig gewesen wäre, vollkommen okay. Aber wer macht den Schwimmtempo? Naja, gut, egal. Auf jeden Fall können wir die jetzt ab Stufe 1 anziehen. Und dann gab es auch noch in Warlords of Draenor Trinkets, die auch einen, ich glaube, musste zumindest Stufe 100 damals sein für die Warlords of Draenor Trinkets oder 90, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was da das Level Cap war. Auf jeden Fall wurde das auch entfernt und man kann die auch auf Stufe 1 anziehen. Und ihr seht, da gibt es zum Beispiel einen Trinket, was ich ganz gut finde, wo man sich ein Schild draufhauen kann. Und das ab Stufe 1 schon zu aktivieren, ist eine ganz nette Angelegenheit. Ja? Also da wurden auch die kompletten Caps rausgenommen. Genau. Und das ist eigentlich alles soweit, was ich euch zu den Erbstückänderungen hier erzählen kann. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass die EP raus ist, aber wie gesagt, wenn man dann nur noch ganz kurz brauchen wird, um dementsprechend seine Chars hochzuleveln, dann braucht man vielleicht auch diesen EP-Bonus nicht. Andere Bonis haben wir jetzt drauf. Ich denke mal, den Ruhe-Bonus, dass man den ein bisschen länger hat, kann den EP-Bonus so ein bisschen ausgleichen, vor allem wenn man seine Chars nicht wirklich jeden Tag durch ballert, sondern halt sagt, okay, ich lasse den jetzt mal vielleicht für eine halbe Woche oder eine Woche stehen, hat dann dementsprechend einen EP-Bonus, dann zählt das schon relativ viel, wenn man für die Mobs bzw. auch wenn man Objekte aufmacht, 100% mehr Erfahrung bekommt. Genau, das war's mit dem kleinen Update zu den Erbstücken. Soll ich irgendwas vergessen haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Es kann sein, dass sich hier noch Sachen ändern. Das ist noch PTR-Stand und dementsprechend kann es sein, dass es dann ein bisschen anders live geht. Müssen wir mal die nächsten Wochen noch abwarten. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn es was Neues gibt. Euchela, bis dann. Ciao.